Einen wunderschönen guten Morgen, ist wieder euer Nico. Ich darf euch heute herzlich willkommen heißen zu Normanski, einem weiteren Part meines Let's Plays. Und ja, wir haben, wie man auf der Uhr oben rechts schon sehen kann, 23:30 am Abend. Und man fragt sich natürlich jetzt, Nico, ein YouTuber, auch ein Hobby-YouTuber, man weiß natürlich, okay, die müssen auch mal irgendwann aufnehmen. Aber ist das denn wirklich so spät? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nur ich wäre auch schon längst im Bett gewesen normalerweise. Aber man kennt das ja so als Hobby-YouTuber kann man natürlich so nicht schlafen, weil man immer wieder bedacht ist. Ja, immer wieder bedacht ist, ob auf YouTube irgendwas los ist, ob sich irgendwas tut. Und deswegen habe ich mir gedacht, könnte man ja eigentlich, da ich sonst nichts zu tun habe, eigentlich mal Normanski spielen. So, ich würde sagen, wir starten das Ganze. Ich habe gerade eben ein bisschen Battlefield 4 noch gespielt. Das ist aktuell so mein Game für zwischendurch mehr oder weniger. Need for Speed ab und zu auch. Und ich hatte jetzt einfach Lust auf Normanski. Und ich möchte, um ehrlich zu sein, auch jetzt langsam mal ein neues Raumschiff in irgendeiner Art und Weise bekommen, weil das geht mir doch wirklich schon ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen, das alte Raumschiff, weil es etwas klein ist oder zu klein ist. Und ich trinke jetzt einfach mal ganz kurz was in der Aufnahme. Voll professionell eigentlich, aber das kennt man ja. Ich denke, ne, das ist ja verkraftbar. Ah, herrlich. Herrlich in der Aufnahme was zu trinken, kommt immer sympathisch rüber. Und dann würde ich sagen, ja, da sehen wir schon das ganze Universum von Normanski. Einige Planeten sind hier erkundet. Oder sind das Sonnensysteme? Ich glaube, das sind die Sonnensysteme, diese einzelnen Punkte. Absoluter Wahnsinn. Wir haben also noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor uns, bis wir irgendwann mal zum Zentrum des Universums gelangen. Aber das ist ja auch eigentlich nicht so unser primäres Hauptziel, sondern wir wollen erkunden, wir wollen gucken, was man noch so entdecken kann. Und wir befinden uns ja genau, wir befinden uns ja noch auf dem toxischen Planeten Eotocoris Deicalezi. Ja, auch wieder ein sehr, sehr schöner Name. So, da hinten ist unser Raumschiff. Ich würde sagen, ich weiß nicht, sollen wir nochmal zum alten Sonnensystem fliegen? Oder wollen wir heute mal eigentlich dem Atlas weiter folgen? Zumindest mal meinem Scan, den ich im Weltall gemacht habe, weiter folgen und dann mal den dritten Planeten? Haben wir dann jetzt besuchen wir dann jetzt den dritten Planeten des Universums oder des Systems hier? Müssen wir jetzt eigentlich mal schauen. Müssen wir gleich mal den Impulsantrieb wieder reinsetzen. Das wäre nämlich, glaube ich, an dem müssen wir noch ein bisschen mehr, glaube ich. So, jetzt zeigt mir mein Laptop hier wieder irgendwas an, dass mein PC wieder ganz umfangreich geschützt ist. So. Gut. Was ist mit diesem Planeten? Haben wir den erkundet schon? Nee, der ist unentdeckt. Wie kann der unentdeckt sein? Leute, okay, wir haben hier einen Planeten. Ich glaube, wir sollten nochmal hier hinten zur Raumstation, da haben wir einen besseren Überblick. Da haben wir, oder? Sollen wir einfach mal, ich würde sagen, wir erkunden einfach jetzt mal diesen Planeten. Das ist nämlich auch der Planet, wo wir ein Gebäude haben. Das ist das hier, das rote. Der Planet heißt Mording Carmai und ich würde sagen, da setzen wir direkt unseren Impulsantrieb hin. Ja, dann sind wir, ach ja, wir sind also ganz in der Nähe, ist direkt ein Nachbarplanet. Da müssen wir gar nicht erst großartig zur Raumstation fliegen. Nach Piraten sieht das Ganze auch nicht aus, wir müssen mal gucken, haben wir noch, ja, wir haben noch was für einen Impulsantrieb. Plutonium müssten wir hoffentlich auf dem Planeten mal finden. Und wir dringen in den, ich glaube, das ist der dritte Planet, ne? Das war jetzt, glaube ich, der dritte Planet dieses Systems hier. Wir dringen gerade in den dritten Planeten oder vierten Planeten. Systems ein. Und wir haben es hier wieder mit einem, ja doch, noch relativ, was ist das jetzt hier für ein Planet? Der sieht mir auch nach, also der sehr, sehr viele Gesteinsschichten und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, landen wir einfach mal. Da oben haben wir Iridium. Dürfte das Iridium sein? Ich glaube schon. Und das ist ein warmer Planet. Flora mittelmäßig, Wächter minimal. Biom schwellend. Ja, ist ein warmer Planet. Mit 50 Grad plus, also da dürfte man... Wir haben heute bei mir zu Hause vor der Tür, ich glaube, um die 30 Grad plus gehabt. Also das war wirklich einiges. Und
50 Grad plus stelle ich mir doch noch etwas angenehmer vor. So, oh, wir haben es hier wieder mit einem zerstörten Teil zu tun. Ja, müssen wir erstmal hier die beschädigte Maschine uns anschauen, weil da haben wir wieder ein schönes Upgrade drin. Und ich wiederhole mich Part für Part. Es ist ja nicht so, als hätten wir da schon genug von. So, gehen wir hier auch mal wieder rein. Schauen wir mal, was es hier so zu entdecken gibt. Und wir werden wieder angegriffen von irgendeiner... so einem Tentakel. Irgendwie wieder schleimig hier überall. Und wir haben wieder was zu lesen. Lesekünste werden eigentlich in Normandski immer wieder verbessert. Finde ich sehr, sehr gut. Die Meere hier bestehen aus Blut. Es gibt kein Leben in ihnen, denn sie sind selbst lebendig. Riesige, leicht veränderliche Lebensformen, so groß wie ganze Kontinente. Oder vielleicht ist es nur ein einziges Wesen. Das frage ich mich, wie sich so ein Wesen ernährt. Die Antwort scheint alles zu sein. Bisschen mehr betonen. Ich habe Hinweise auf Lebewesen gefunden, aber sie sind nirgendwo zu finden. Halten die einheimische Flora und Fauna einen Winterschlaf, wenn es sie fressen will, nur um dann Ach, wir reden hier wahrscheinlich gerade über diese klebrigen Geschichten, die hier auch schon auf anderen Planeten zu sehen waren. Wenn es wieder verschwindet. Ich spüre, dass es in meinem Gehirn eindringt und mir etwas zuflüstert. Es will, dass ich meinen Anzug ausziehe und schwimmen gehe. Ja, ich glaube, auf dem Planeten mit 50 Grad plus sollten wir den Anzug nicht ausziehen, weil dann, ja, sind wir ordentlich am Schwitzen. Datenprotokoll analysieren. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde hinterlassen, um mir auf der Reise zu helfen. Und wir haben einen Schutz gefunden. Sag ich jetzt einfach mal. So. Das war das, was der Atlas für uns vorgesehen hat. Ich glaube eher weniger. Eine neue Spezies. Ist es eine neue Spezies? Bist du eine neue Spezies? Du bist eine neue Spezies. Was bist du denn? Du bist ein vorsichtiges Teil und ein Pflanzenfresser bist du. Das gefällt mir doch schon ganz gut. Noch ein anderes Teil. Da haben wir ein bisschen Platin. Platin können wir irgendwann für günstiges Geld verkaufen. Das scheint auch also ein sehr warmer Planet zu sein. Mit sehr, sehr vielen Höhlen auch wieder. Kann man jetzt hier auch diese Pflanze irgendwie analysieren? Ja, konnte man jetzt gerade. Das interessiert mich natürlich wirklich schon ein bisschen sehr, wenn sich hier in dieser Pflanze irgendwelche komischen Geschichten bewegen hier, ne? Dieser Pflanze hier. Kann man das abbauen? Ne, man kann es auch nicht abbauen. Wir haben hier aber einige... Müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo hier in der Nähe... Oh, ein kleines Babyviech, ein kleines Babyviech. Jugendlich. So, ich würde sagen... Ja, ne, wir müssen noch speichern hier, damit wir auch einen kleinen Vorposten hier schon direkt haben. Und wir haben hier wieder Heridiumquellen. Also ich glaube, die haben wir auf sehr vielen Planeten. Einige Heridiumquellen und... Ich meine... Da hinten hätte ich noch was gesehen. Was ist das da oben? Man weiß es nicht. Aber hinter uns war noch ein Außenposten, den würde ich ganz gerne nochmal beobachten. Der oder der? Ich glaube, schauen wir mal, der linke scheint was Größeres zu sein, oder? Vielleicht kriegen wir auch eine Lebensform irgendwie. Der ist was größer, kann das sein? Ja, der ist was größer. Landen wir hier. Vielleicht haben wir dann eine Lebensform drin, die auch irgendwie uns wieder auf eine Ruine schickt. Oder zu einer Ruine schickt wohl eher. Oh, hier kommen wir gar nicht rein. Müssen auf die andere Seite. Boah. Wo ist hier der Eingang? Gibt das hier auch einen Eingang hier? Ja, genau, hier. So. Oh, das müssen wir wieder zerstören. Okay, okay, okay. Das machen wir nur allzu gerne. Oh, das ist aber diesmal eine etwas größere Stahlwand. Oh, wir haben wieder einige Wächter. Schnell. Schießen. Warum müssen diese Türen immer zu sein, wenn gerade ich komme? Und wieder nachladen beim nächsten Mal. Im nächsten Magazin haben wir was. Komm. Und schnell rein. Ja, ist ja gut. Hier können wir nicht rein. Ich wollte nur schon mal schauen, aber... Ne, okay, wir haben nur diesen Raum hier. Da haben wir wieder ein bisschen Multi-Werkzeugs. Hier, was haben wir hier? Da liegt was wieder auf dem Tisch. Gesundheit auf Maximum, das ist gar nicht schlecht. Und wir haben wieder
ein Rätsel, beziehungsweise wir müssen das Ganze hier wieder normal machen. So, ein automatischer Prozess hat die Ausgabe des Terminals verschlüsselt. Ich erkenne ein paar Worte wieder, der Rest ist im Rauschen verloren gegangen. Sie können mich zum Arbeitsablauf des Aufsehers führen und die Einrichtung wieder reaktivieren. Okay, Moment. Ein automatischer Prozess hat die Ausgabe des Terminals verschlüsselt. Ich erkenne ein paar Worte wieder. Der Rest ist im Rauschen verloren gegangen. Sie könnten mich zum Arbeitsablauf des Aufsehers führen. Giftig heißt, ist giftig gleich Gas, oder? Machen wir's. Jawohl, der Arbeitsablauf des elektronischen Aufsehers ist wiederhergestellt. Das System ist reaktiviert. Sehr gut, wir haben auch Gefahrenschutz wieder bekommen. Aber das ist jetzt hier kein toxischer Planet, oder? Das ist auch jetzt hier kein toxischer Planet. Und wir haben wieder eine neue Spezies. Jede Menge neue Was ist da? Wow, alles gut hier. Ja. Oh, wir haben wieder neue Kreaturen entdeckt. Das ist ganz gut. Und wieder so eine Atlas-Aufgabe erfüllt, wie man unten rechts eben sehen konnte. Zum Speichern von... Ja, ja, okay. Speichern wir das Ganze hier mal. Die Frage ist natürlich jetzt, ich würde mal ganz gerne gleich nochmal zur Raumstation fliegen. Und wenn wir dann das nächste Sonnensystem bereisen... okay, wir müssen mal gucken, was... Also Plutonium müssten wir jetzt hier mal auf dem Planeten sammeln. Tamium können wir eigentlich so lassen. Was brauchen wir denn eigentlich, um die Teile hier wieder zu machen? Um die Warp-Zellen hier zu machen? Antimaterie, da haben wir das Rezept für. Und Tamium. Tamium finden wir im Weltall. Antimaterie, Elektrodampf. Elektrodampf. Okay, wie machen wir das? Mit Suspensionsflüssigkeit und Plutonium. Suspensionsflüssigkeit kriegen wir aus Kohlenstoff. Okay, das erste, was wir suchen müssen, ist Kohlenstoff. Ich denke, da dürften wir hier aber den Kameraden eigentlich genug finden. Oder? Ja, das ist Kohlenstoff. Brauchst gar nicht abzuhauen, ich habe nur aus Versehen geschossen. Na komm. So, also Kohlenstoff brauchen wir, um dann... Was ist das nochmal? Haben wir das schon, das kleine Vieh? Ja. So, haben wir hier noch ein bisschen das Tamium. Können wir auch später noch gebrauchen. Hier ist wieder Kohlenstoff, oder? Oder? Ja. Weil, dann können wir mal eine Warp-Zelle machen. Oh, hier ist jede Menge Kohlenstoff. Dann können wir mal die ein oder andere Warp-Zelle machen. Und wenn wir das geschafft haben... uns dann auch schon zum nächsten Sonnensystem begeben. Auch wenn wir natürlich noch den einen oder anderen Planeten hier in diesem Sonnensystem haben, den wollen wir natürlich noch unter die Lupe nehmen, gar keine Frage. Wir lassen hier keinen Planeten unbeobachtet. Hier noch ein bisschen. Aber ich will halt schon auf kurze Zeit recht möglich viel sehen und wir haben wieder keinen Platz. Das ist nicht gut. Ja, ja, ist okay. Suspensionsflüssigkeit. So, das haben wir, da haben wir jetzt Kohlenstoff für gesammelt. Das stellen wir jetzt einfach mal her. Haben wir hergestellt. Gut. Toll, jetzt haben wir natürlich nichts, was wir hier... Okay, sollen wir mal ganz kurz was verkaufen? Ah, hier konnte man hier drin verkaufen? Ich glaube nicht. Nee, konnte man nicht. Dann müssen wir kurz was hier lassen. Dann müssen wir was wegwerfen. Kupfer, bla bla bla, sollten wir eigentlich behalten. So einen Schilfsplitter brauchen wir eigentlich nicht. So, wir haben Suspensionsflüssigkeit, wir brauchen Antimaterie. Dafür, ah ne, wir müssen erst diesen Elektrodampf machen, genau. Und dafür brauchen wir Plutonium. Plutonium haben wir auf dem Planeten, ich glaube jetzt noch gar nicht gesehen. Also ich hatte jetzt nichts gesehen. Müssen wir mal schauen. Was haben wir da hinten? Das ist auf jeden Fall kein Plutonium, aber scheint trotzdem was Wertvolles zu sein. Titan. Interessant. Das ist interessant, dass wir hier auf dem Planeten Titan finden können. Aber kein Plutonium. Das scheint auch ein bisschen toxisch zu sein hier, das Ganze, oder? Obwohl es nur ein sehr warmer Planet ist, aber... trotzdem hat es so einen leichten Touch auch von einem toxischen Planeten. Und da oben haben wir noch einen Wissensstein. Den sollten wir vielleicht auch nochmal kurz mitnehmen. Damit wir wieder ein bisschen was über die Cortax lernen. Ich glaube, so heißen sie, die Cortax. So, laufen wir mal dahin. Ist halt schade, vielleicht kriegen wir auf dem fünften Planeten hier dann Plutonium. Oder den vierten.
Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Genau, was für die Korvax, genau so heißen sie. Die Korvax, genau. So, ich sehe weit und breit nichts, was uns helfen könnte. Und helfen kann uns nur Plutonium. Trotzdem wollte ich das Titan auf jeden Fall mitnehmen. So, das haben wir. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal starten, dann gehen wir mal zum, na komm. Dann gehen wir zur Raumstation und auf der Raumstation verkaufen wir was. Vielleicht kriegen wir da das eine oder andere Schiff. Was ich ein bisschen bezweifle, um ehrlich zu sein. Und wenn wir wieder Platz haben, suchen wir Plutonium. Und dann gehen wir die weiteren Schritte durch, damit wir anständig viele Warp-Zellen hinbekommen. Okay, müssen wir mal schauen, wo müssen wir lang? Ja, den habe ich bereits entdeckt, da war ich ja eben. Ah, da oben muss er sein, genau. Okay. Impulsantrieb, da dürfen wir genug Energie drin haben. Ja, haben wir sogar voll gut. Also nach dieser... Ah, wir haben ja keinen Platz, um was hier nachzuschauen gerade, ne? Oh, wir sind schon da? Wahnsinn. Boah. Okay, da kommen jetzt Piraten. Da müssen wir ganz schnell hier rein. Nee. Boah. Kommen die hier rein? Nee. Das kann ich mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen. Tja, zu spät, meine lieben Freunde. Zu spät. So, würde ich sagen, verkaufen wir das Ganze mal. Und dann müssen wir, wie gesagt, schauen, dass wir diesen Dampf da bekommen irgendwie. Das ist nämlich jetzt erstmal das... Damit wir ein paar Warp-Zellen haben. Und wenn wir nämlich die Warp-Zellen haben, dann können wir relativ weite Sprünge auch machen zu etwas exotischeren Sonnensystemen vielleicht sogar. Genau, das Inventar verkaufen. Wir wollten was verkaufen, genau. Wir haben erstmal im Exo-Anzug Platin. Das würde ich sogar behalten. Iridium, Aluminium, Schildsplitter können wir eigentlich einen mal verkaufen. Bringt uns zwar jetzt so eigentlich gar nichts, ist es mir schon bewusst. Aber ich brauche es halt nicht. So, eine faszinierende Perle weg damit. Das brauchen wir im Endeffekt auch nicht. Suspensionsflüssigkeit brauchen wir. Titan sollten wir behalten. Raumschiff-Inventar. Herox, blabliblub. Schildplatte können wir verkaufen. Da haben wir ja noch was von. Faszinierende Perle ebenfalls. Das ist alles nicht nötig. Zink sollten wir auch noch behalten. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Dass wir im Raumschiff relativ viel Platz behalten. Platz weghauen. Gut, wir haben Suspensionsflüssigkeit. Ich muss mir das ein bisschen noch einprägen. Die Reihenfolge. Plutonium, genau. Das brauchen wir jetzt dafür. Ich würde sagen, da gucken wir dann am nächsten Planeten. Weil ich bin eigentlich nicht bereit, sowas wie solche harmlosen Materialien wie Plutonium irgendwie zu kaufen. Das Raumschiff scheint mir doch relativ groß zu sein, obwohl es ähnelt keinem Frachter, Leute. Es ähnelt keinem Frachter. Wie viel willst du haben? Wie viel willst du haben? Ne, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Zwei Plätze mehr können wir nicht machen. Ja, ist schade. Wir müssen, glaube ich, wirklich entweder auf aufs neue Sonnensystem hoffen oder halt uns dafür entscheiden, dass wir unser altes Sonnensystem wieder besuchen. Aber da kommt gerade ein großes Schiff rein, das dritte, glaube ich. Das dritte dürfte ein relativ großes sein, oder? Ne, ich glaube, ne. Gut, gucken wir mal. Okay, wir haben diesen Planeten entdeckt. Haben wir eigentlich alle Planeten entdeckt, oder? Wow. Also Moment, wir haben hier den... Das war unser erster Planet. Den haben wir bereits entdeckt. Nicht schlecht. Der Planet, das war der zweite Planet, den haben wir auch bereits entdeckt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, dass wir den dritten finden. Der dritte. Der vierte. Und der fünfte war hinter dem, ne? Da, dahinter ist er. Unentdeckt. Impulsantrieb offline? Ah ja, Raumstation in der Nähe, okay. Na komm. Jetzt. So, und wenn uns jetzt Piraten angreifen, dann sollten wir vielleicht wirklich schauen, dass wir solche Sachen wie Platin und so weiter... alles mal kurz wegpacken.
Keine freien Plätze mehr, gut, weil diese Energiekanister, sag ich mal, die sind jetzt nicht so selten. Das ist unser letzter Planet in diesem Sonnensystem und danach können wir eigentlich auch schon ans Umbenennen gehen. Weil die Planeten, die Namen von den Planeten sind natürlich jetzt nicht so unbedingt das, was ich brauche. Der Planet heißt Alsha Ualiha. Den finde ich noch ganz okay. Der hat sowas Hawaii-mäßiges. Der ist noch ganz okay. So. Gucken wir mal. Hier haben wir eigentlich Platz genug. Wie gesagt, jetzt brauchen wir... wie heißt das überhaupt? Elektronendampf, genau. Und dafür brauchen wir Plutonium. Und ich hoffe, auf dem Planeten gibt es Plutonium. Ansonsten müssen wir... Können wir eigentlich das nächste Sonnensystem direkt bereisen. Weil ich nehme an, da wird es mindestens einen Planeten geben. Obwohl, nee, geht ja gar nicht. Wir brauchen ja die Warp-Zellen dafür. Also müssen wir in diesem Sonnensystem bleiben. Geh mal raus hier. Oh, aber schnell weg hier. Da kommen wieder irgendwelche Schiffe, die mir gar nicht so gefallen. Nicht, dass sie nachher wieder Piraten antanzen. So. Und wir dringen in den letzten Planeten des Sonnensystems ein. Und wir haben es mit einem doch interessanten Planeten zu tun, würde ich behaupten. Hier können wir eigentlich gleich mal landen. Aber ich sehe wieder ein Problem, Leute. Und zwar sehe ich kein Plutonium. Oder? Biom Wind, Flora massenhaft, Wächter typisch. Fauna, bla bla bla. Gut, das scheint was für ein Planet zu sein. Moment. Recht warm, recht kalt. Zeig mir das mal an. Minus 9 Grad. Das geht eigentlich noch. Ja, es geht noch. Guten Tag. Oh, der ist aber schön hier. Schön eingerichtet. Muss ich dir schon lassen, mein Freund. Ach, hier hätten wir auch verkaufen können. Und wir haben hier eine neue Waffe. Oh. Interessant, interessant. Der hat 8 Plätze. Ja, leider haben wir 9 Plätze. Wir haben also schon was Besseres. So. Gut. Ah, ne. Inventar ist voll. Okay. So, jetzt können wir mit ihm reden. Was bietest du uns, mein Freund? Ja, jetzt habe ich wieder zu wenig... Ah, hoch. Hoch haben wir. Hoch. Hoch. Alles klar. Das muss es sein. Okay, die elektronische Lebensform deutet an, dass sie Hilfe mit etwas auf ihrem Bildschirm benötigt. Sie zuckt und vibriert, ehe sie meinen Finger in Richtung Bildschirm zieht. Als meine Hand an der richtigen Stelle ist, schaltet sie plötzlich ihre Maskenlichter aus und meine wichtige Entscheidung nicht miterleben zu müssen. Es gibt 3 deutliche Bilder, aus denen ich im Auftrag der Entität wählen kann. Gefährlich aussehende Räuber, ein geologisches Bergbaugutachten und einen Asteroidenhaufen in einer Umlaufbahn. Elektronische Lebensform deutet an, dass wir Hilfe mit etwas auf dem Bildschirm braucht. Ja, wird sie jetzt meinen, dass sie Hilfe mit Räubern braucht? Die Lebensform erhält einen neuen Bauplan. Sie überreicht ihn mir dankend. Habe ich ihr jetzt geholfen? Oder es hat sich auf jeden Fall irgendwas verbessert und das scheint ganz gut zu sein. So, und jetzt müssen wir hier wirklich mal Plutonium finden. Wir haben hier zwar jede Menge Kohlenstoff, aber... Oh, doch, da haben wir Plutonium. Sehr, sehr gut. Sehr gut, es gibt Plutonium hier, es gibt Plutonium. Wenn auch nicht reichlich oder in Massen, aber es gibt Plutonium und das ist schon mal gut. Dafür brauchen wir allerdings hier jede Menge. Platin? Oder Zink? Zink ist das eher, ja. Wahrscheinlich in Höhlen wächst dann auch Plutonium, oder? Da haben wir noch Plutonium. Ah, okay, da haben wir ein bisschen mehr Plutonium. Das ist ganz gut. Da halten wir mal den Strahl ordentlich rein. Weil da braucht man ein bisschen was von. Ah, Waffenladung aufgebaut. Und da hinten habe ich schon eine neue Spezies entdeckt. Oh ne, das ist die eine, oder? Die wir schon mal hatten. Ah ne, es sieht...
Ist eine Art Vogel. Voll entwickelt, fügsam, Weidekreatur, bla blieb lob. Okay, wo hatten wir noch Plutonium? Da hinten. So, mal gucken, ob das reicht, um das zu bauen, was wir hier wollten. Ah. Jetzt habe ich ausgerechnet das Plutonium rausgehauen. So, Plutonium, Objekt übertragen. Das kann nicht sein, oder? Sind wir wieder zu weit vom Raumschiff entfernt gewesen, so. Und jetzt nehmen wir das einfach mal raus. Und jetzt können wir das... Ja, jetzt können wir es bauen, genau. Elektrodampf. Okay, haben wir das. Ja, sehr gut. Jetzt können wir Antimaterie herstellen. Das können wir sogar, weil da haben wir genug Iridium und Zink. Okay. Und warum können wir jetzt keine Warpzelle bauen? Genau, weil wir Tamium brauchen. Weil wir Tamium brauchen. Mit Tamium würde ich fast behaupten, suchen wir am besten nur oben. Das suchen wir nur oben, oder wir benennen mal jetzt auch ganz kurz die ganzen Geschichten, die wir jetzt hier gerade entdeckt haben. So. Fangen wir mit dem an. Das war jetzt der Planet Oddubnan oder sowas. Das laden wir alles hoch hier. Weil solche Vorposten, die muss ich eigentlich nicht benennen. Und den können wir auch hochladen. Der Kamerad. Ah ja, da hatten wir diese zwei Spezien hier gefunden. Die mir beide irgendwie gleich ausschauen. Deswegen laden wir die alle hoch und so besonders sehen die auch nicht aus. Das können wir eigentlich auch hochladen. Oh, hier haben wir einige Spezies entdeckt. Nee. Nee. Pflanzen benenne ich eh nicht so. ADD benennen wir. Den benennen wir auf jeden Fall. Das ist der Maul. Ah, mein Hund bewegt sich hier. Maulwurf. 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 Hund. Der Maulwurfhund. So. Sehr gut. Eieiei. Das könnte ist so eine Kamelart. Das ist auf jeden Fall eine Kamelart. Kamel. Kamel. Wurm. Weil das Gesicht schaut mir eher so aus wie ein Wurm. So. Ah nein, ich wollte noch weitermachen. Das hätten wir, den können wir eigentlich dann auch hochladen. Hier hatten wir nur dieses komische Gackerhuhn entdeckt. Und so können wir das, glaube ich, auch nennen. Obwohl ich es eigentlich nur ganz gerne Huhn... Huhn... Vogel. Huhnvogel. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, ist ein Huhn ein Vogel? Ich denke mal ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Und das Sonnensystem, das benennen wir... das benennen wir... Alles drin. Weil wir haben Wasser, wir haben karge Planeten. Alles drin. Sehr gut. So. Was wollten wir machen? Genau, wir wollten Tamium sammeln. Dafür müssen wir oben hin. Wir haben wieder 28 Minuten. Ich würde sagen, ne, dann bleiben wir hier auf dem Planeten. Dann bleiben wir hier auf dem Planeten. Und im nächsten Part sammeln wir dann Tamium, um dann ins nächste Sonnensystem zu reisen, wo wir hoffentlich eine etwas größere Auswahl an Schiffen bekommen. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Euer Nico, bis zum nächsten Mal. Ciao.